Eine Besonderheit im Digimon-Franchise ist, dass es verschiedene Digimon gibt, die zu einer Gruppierung gehören und sich deswegen auch oftmals den gleichen Namen teilen. Dabei redet man einfach von einer Digimon-Familie. Und natürlich hat eins der bekanntesten Digimon überhaupt sehr viele Mitglieder in seiner Familie. Und dabei ist natürlich die Rede von Greymon. Tatsächlich gibt es über 30 Digimon, die zur Greymon-Familie gehören. Entweder weil sie sich in Namen teilen oder halt dazugehörige Digimon sind. Und deswegen werden wir heute einfach mal alle diese Greymon-Digimon ranken. Und da diese Liste, wie gesagt, ziemlich lang ist, fangen wir einmal direkt mit Grey Knightmon an. Dieses Digimon ist durch eine Cross-Digitation zwischen dem Greymon aus Digimon Cross Wars und einem Dark Knightmon entstanden. Ich meine, gut, das war jetzt wahrscheinlich relativ offensichtlich, weil das einfach nur ein Greymon ist, was von einem Dark Knightmon geritten wird. Ja, dazu gibt es irgendwie nicht so viel zu sagen. Ich glaube, es ist eigentlich kein großes Geheimnis, dass ich Digimon Cross Wars als Serie nicht besonders mag und halt auch die meisten Fusionen einfach echt scheiße finde. Dieses Digimon ist aus dem Digicross von dem Greymon aus Digimon Cross Wars und einem Dark Knightmon entstanden. Hinzu kommt dann noch, dass ich das Greymon aus dieser Staffel nicht besonders gut finde. Hey, Spoiler für die nächsten Platzierungen. Und ja, im Großen und Ganzen ist es extrem einfachlos und eigentlich ziemlich scheiße. Das kommt für mich ins Detail hier. Aber dann gehen wir direkt von einem der schlechtesten Greymon-Formen zu einem der absolut besten Greymon-Formen für mich. Ladies and Gentlemen, ich bin's, der One and Only Dragon Sucker, wie ihr da hinten sehen könnt. Und Ancient Greymon ist einfach unglaublich genial in meinen Augen. Dieses Digimon hat für mich den Begriff Ancient wirklich verdient, weil es so einen antiken, rohen, brutalen Drachen darstellt. Und trotzdem erkennt man, dass aus diesem Spiel die Spirits für Agunimon und vor allem Burning Greymon entstanden sind. Und Fun Fact, Burning Greymon gehört tatsächlich gar nicht zur Greymon-Familie, weil es im Original gar kein Greymon im Namen hat, sondern einfach Ritramon heißt. Nur, falls ihr euch fragt, warum das nicht ist. Ich weiß, viele Leute mögen Digimon Frontier nicht so sehr, obwohl ich immer noch finde, dass es eines der unterschätzten Digimon-Staffeln überhaupt ist. Allein, weil ich extrem viele Digimon-Designs dort richtig cool finde. Und was soll ich euch sagen, Leute? Ancient Greymon? Das ist für mich ein S-Tier. Sind wir beim nächsten Digimon mal ehrlich? Es ist schon ziemlich basic, Black Wargreymon als eins seiner Lieblings-Digimon zu haben, oder? Dieses Digimon kam in Digimon Adventure 02 vor und hat extrem viele Leute unglaublich beeindruckt. Es hat eine sehr interessante Story und auch einen coolen Charakter und es war auch wirklich stark, wodurch die Kinder sich richtig anstrengen mussten, mit ihren Digimon dieses Digimon besiegen zu können. Selbst Wargreymon alleine hat es nicht geschafft und er musste mit Imperialdramon Fighter-Modus gegen Black Wargreymon kämpfen, um einen Unentschieden rauszuholen. Und naja, hinzu kommt es noch, dass es einfach nur ein Wargreymon in Schwarz ist. Also mal ernsthaft, es gibt doch nichts, was noch mehr basic schreit, oder? Das ist korrekt, das ist mir auch echt scheißegal, weil dieses Digimon ist der absolute Hammer. Sind wir ehrlich, habt ihr was anderes von mir erwartet? Da hinten steht immer noch ein Blue Eyes. Und die Göttermonster. Viel mehr basic kann ich nicht werden. Also ja, das ist ein S, okay? Black Wargreymon hat aber genau wie das normale Wargreymon auch eine X-Variante bekommen. Ich weiß, dass viele X-Digimon sehr umstritten sind, weil, naja, es sind eigentlich nur Digimon in noch viel mehr edgy. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht so gut, aber man muss sagen, sie haben mit dem Wargreymon schon einen recht guten Job gemacht. Ich finde, sie sind nicht zu übertrieben und sie haben hauptsächlich einfach etwas andere Klauen bekommen, ein paar mehr Zacken. Eigentlich war das, glaube ich, gerade die Beschreibung für 90% aller X-Antibody-Digimon. Aber in den Wargreymon sieht es doch okay aus, alles klar. Wie gesagt, ich finde es trotzdem cool. Ich liebe mein Black Wargreymon X-Deck, welches ich im TCG spiele. Also ja, das kommt für mich auch ins S. Ja, eine Digimon-Familie, welche Drachen-Dino-ähnlich ist. Man könnte glauben, ich wäre voreingenommen. Okay, ich verspreche euch schon mal, dass nicht alle Digimon ins S kommen. Das nächste zum Beispiel nicht. Das wäre nämlich einmal Blitzgreymon, welches es seit kurzem auch im Anime gab, und zwar im Reboot von Digimon Adventure. Dort war es eines der Mega-Level, die Agumon erreichen konnte. Und ich habe jetzt vielleicht einen kleinen Hot-Take, aber ich finde, Blitzgreymon passt als Mega-Level viel besser zu Metall Greymon. Weil der Sinn von Metall Greymon war es ja, dass ein Greymon mehr mechanische Teile dazu bekommen hat und dadurch halt auch Raketen oder ähnliches. Seinen mechanischen Arm zum Beispiel verliert es auch komplett, wenn es zu Wargreymon wird. Weil die Klauen, die Wargreymon hat, hält es ja eigentlich auch nur in der Hand. Also es hat ganz normale Hände. Einiges ist es dann nur ein menschendrachenähnliches Digimon, was eine Rüstung hat. Und wie gesagt, ich finde es extrem cool. Black Wargreymon ist hier im S. Aber trotzdem vom Sinn her mag ich eigentlich Blitzgreymon mehr als Mega-Level für Metall Greymon. Noch eher aber eigentlich für Rice Greymon, weil, naja, das hat eine Knarre in der Hand. Blitzgreymon hat zwei Knarren in der Hand. Das wäre das perfekte Mega gewesen. Trotzdem muss ich leider sagen, dass mich Blitzgreymon nie so stark überzeugt hat. Und ich muss dazugeben, dass ich gar nicht zu 100% sagen kann, woran es liegt. Eigentlich finde ich so ein Waffendesign bei den vielen Digimon ziemlich cool. Ich bin auch nicht der absolut größte Fan vom Farbschema. Wie gesagt, nicht schlecht, aber insgesamt kommt es für mich nur ins B. Dann kommen wir allerdings zu einer Greymon-Art, die wahrscheinlich extrem viele von euch nicht kennen werden. Das wäre nämlich einmal Chaos-Greymon, welches es in Digimon World 2 gab. Wie gesagt, es gibt extrem viele Digimon dieser Familie, die einfach nur eine andere Farbe haben,
Aber ich wollte Chaos Greymon trotzdem einmal reinnehmen. Einfach aus dem Grund, dass noch andere Digimon mit dem Vorsatz Chaos haben. Nehmen wir zum Beispiel mal Chaos Galamon. Das ist natürlich auch nur eine etwas andere Farbe zum normalen Galamon, aber ist trotzdem ein eigenständiges Digimon, was in meinen Augen auch für sich selbst stehen kann. Zum einen natürlich auch, weil es nicht so extrem viele Galamon-Varianten gibt, aber auch, weil die Geschichte dahinter ziemlich cool ist. Chaos Greymon gehört zu den Antagonisten in Digimon World 2 und ich verstehe, warum dieses Digimon nicht so häufig vorkam. Wie gesagt, es gibt extrem viele Greymon-Varianten und warum sollte man den nehmen, anstatt Black War Greymon zum Beispiel? Ich meine, der sieht eigentlich auch schon fast komplett wie ein Black War Greymon aus, nur hat einen etwas anderen Schein an sich, wie ich finde. Ich war trotzdem ein ziemlich großer Fan von diesem Chaos-Prinzip und vielleicht hätte man dieses Digimon einfach etwas abändern können vom Design. Ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass es passiert wäre im Digimon-Franchise. Und dann hätte man es vielleicht sogar zurückbringen können. So wie er aber jetzt ist, ist er halt einfach nur ein Black War Greymon etwas anderes. Also kommt für mich ins Bett hier. Das nächste Digimon haben wir bisher nur in einem ganz speziellen Digimon-Manga sehen können. Und das wäre nämlich einmal in Come On Digimon gewesen. Das ist ein One-Shot-Manga, der tatsächlich vor den meisten Medien im gesamten Digimon-Franchise erschienen ist. Dieser erschien nämlich kurz nach dem Erscheinen des originalen V-Pets und hat auch viele der originalen Digimon-Designs drin. Allerdings gibt es dort auch ein paar Designs, die man dort zum allerersten Mal gesehen hat und danach nie wieder. Zum Beispiel gab es dort ein Digimon namens Deathmon. Allerdings gibt es im Digimon-Franchise auch bereits ein Deathmon und dieses sieht ziemlich anders aus. Dieses Deathmon war allerdings dazu in der Lage, verschiedene Digimon quasi zu absorbieren und dadurch eine andere Form anzunehmen. Unter anderem auch ein Metall-Greymon, wodurch es zu Death-Metal-Greymon wurde. Dieses Digimon hat Death-Metal im Namen. Und ehrlich gesagt, ein bisschen sieht es auch danach aus. Es ist wie gesagt schon sehr alt und das Design erinnert mich ehrlich gesagt aber nicht wirklich an Metall-Greymon. Zumindest nicht das, was ich mit Metall-Greymon verbinde. Wenn man dieses Digimon vielleicht öfters noch im Franchise benutzt hätte und auch das Design etwas modernisiert hätte, würde ich es vielleicht ein bisschen mehr mögen. So kommt es mich aber nur ins B-Tier. Tja, und dann kommen wir zu einer weiteren Greymon-Variante, die es nur in Crossforce gab. Was glaubt ihr, wie gut ich die fand? Dieses Digimon gab es tatsächlich nicht mal im Anime, sondern einfach nur in den Arcade-Games von Digimon Cross Wars. Und dort ist es einer der Bosse und stellt so eine Art riesige fliegende Festung dar. Auch das wirkt vielleicht auf den ersten Blick relativ beeindruckend, aber da ich das gesamte Design schon von diesem Greymon nicht mag, gefällt mir auch das nicht so sehr. Ich gebe zumindest zu, dass es ein interessanteres Konzept ist, als zum Beispiel einfach nur einen Greymon zu haben, auf den ein Ritter reitet. Aber ja, Cross Wars ist für mich als Staffel schon irgendwie der Inbegriff des absoluten Overdesigns. Und deswegen kommt es für mich auch nur ins C. Nicht ganz D, aber es ist schon echt kurz davor. Ist euch klar, dass Black War Greymon X nicht ursprünglich als die X-Variante für Black War Greymon geplant war? Man hatte sich für ein anderes Design für Black War Greymon überlegt, wenn es den X-Antibody in sich trägt. Und dieses Digimon war Gaiomon. Allerdings fand man, dass dieses Digimon so für sich selber stehen kann, dass daraus einfach prompt ein eigenes Digimon wurde. Es hängt natürlich immer noch mit der Greymon-Familie zusammen und auch mit Black War Greymon. Und ehrlich gesagt, hätte ich es auch besser gefunden, wenn das einfach die X-Variante von Black War Greymon gewesen wäre. Weil dadurch ist halt auch Black War Greymon X nichts weiter als ein schwarzes War Greymon X. Es hätte dieses Digimon noch ein bisschen mehr rausstechen lassen können. Und auch wenn das Design wirklich ziemlich cool ist, ich meine, das sind Samurai mit Schwertern, das ist ziemlich nice, hätte das in meinen Augen der X-Variante von Black War Greymon noch ein bisschen mehr Charakter gegeben. Aber ja, wir bewerten ja nur das Design im Allgemeinen und yo, das ist richtig geil, das kommt für mich auch ins S. Wie gesagt, das ist für mich eindeutig besser als die X-Variante von Black War Greymon und naja, die ist auch im S. Was glaubt ihr, was damit passiert? Wisst ihr, was allerdings umso dümmer ist? Gaiomon hat eine eigene X-Antibody-Form. Dieses Digimon ist bereits ein natürlicher Träger des X-Antibody. Wieso hat das noch eine X-Antibody-Form? Und hier sind wir wieder bei dem Punkt absolutes Overdesign. Gaiomon Itomode ist einfach nur ein Gaiomon, was nichts an dem originalen Design verbessert. Dieses Ding muss wirklich einfach nur edgier gemacht worden, um es edgy zu machen. Und das sind für mich die absolut schlimmsten X-Antibody-Designs. Einfach keinen großen Sinn dahinter, einfach, oh ja, mehr Zacken, let's go. Wie gesagt, kann ich die Entwicklung der Clown von den War Greymons doch relativ gut nachvollziehen. Ich finde, das passt einfach zum Digimon. Aber Gaiomon war schon ein zackiges Digimon, weil es ein X-Antibody in sich trägt. Itomode sieht einfach nur absolut dämlich aus. Also ja, so geil Gaiomon ist, Itomode kommt nur ins C. Aber nach all den Mega- und Ultra-Level-Krachern kommen wir doch mal ein bisschen runter und gucken uns einfach mal ein Champion-Level in der Greymon-Familie an. Und als erstes hätten wir einmal Geogreymon, das Digimon, wozu Markus Argumon in Digimon Data Squad wird. Viele Leute mögen tatsächlich Geogreymon mehr als das originale Greymon. Liegt halt daran, dass es schon sehr, sehr ähnlich zum originalen Greymon aussieht, aber halt, naja, ein bisschen sportlicher, würde ich einfach sagen. Es ist halt dünner, muskulöser und wahrscheinlich auch einfach ein bisschen modernisierter. Und ja, ich mag das Design, es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Digimon. Aber das große Problem war für mich immer, dass ich gar kein so großer Fan davon war, dass wir Argumon in Data Squad hatten. Ich meine, hey, ja, es ist Argumon, wir alle lieben es und ja, ich finde Argumon auch sehr geil, wer hätte es gedacht. Aber ich fand das zu dem Zeitpunkt einfach relativ einfallslos. Ich meine, es war wirklich einfach nur ein Argumon-Bandage und das gibt mir eigentlich gar nicht mal so viel. Und Geogreymon ist zwar, wie gesagt, schon sehr ähnlich zum normalen Greymon einfach und dadurch, dass ich das normale Greymon auch mag, ist das schon ein cooles Design, aber es hat mich dadurch nie so ganz überzeugt. Für mich stand es einfach immer im Schatten vom normalen Greymon. Das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Einige finden, hey, Greymon ist total overrated und guckt euch mal Geogreymon an, das ist quasi Greymon in besser. Kann die Meinung auch verstehen, für mich ist es aber am Ende trotzdem ein bisschen schlechter und ein B-Tier.
Und hey, als hätte ich das Ganze hier vorher geplant, kommen wir doch einfach mal zum Classic Greymon dann. Und was ich eigentlich vorher schon gesagt habe, kann ich nur wiederholen. Ich finde das Design wirklich cool. Ich liebe Dinos. Und ja, ich finde es auch nervig, dass wir immer nur Agumon und Greymon im ganzen Franchise in den Hals geschoben bekommen. Das finde ich generell nicht gut, wenn Franchises das machen. Aber dadurch fange ich nicht an, das Digimon selbst zu haten. Denn eigentlich geht mir nur die Company auf den Arsch, denn wollt ihr mich verarschen, Bandai? Dieses Video geht schon ewig und ich habe noch über 20 Digimon vor mir. Warum gibt es so viele Greymon-Formen? Ja, das Originaldesign ist mega. Wir alle lieben es. Aber was soll denn das? Wie gesagt, Design ist geil. Kommt jetzt ab. Aber wollt ihr mich eigentlich verarschen? Denn die absolute Krönung kommt einfach jetzt. Nicht nur, dass wir das originale Greymon hatten in Digimon Adventure. Nicht nur, dass dann auch Markus ein Agumon hatte, welches zu Geogemon wurde, was einfach nur aussieht wie ein Greymon, etwas anders. Nein, da haben wir auch ein Digimon Cross Wars, wo ein Tamer auch ein weiteres Greymon hat, was nicht mal wirklich aussieht wie Greymon. Hätte man sich wirklich keinen anderen Namen für dieses Greymon ausdenken können. In Data Squad haben sie es auch Geogemon genannt, nicht einfach nur Greymon 2006. Das ist nebenbei der offizielle Name für das Agumon dort. Wollt ihr mich verarschen? Gebt dem Agumon doch auch einen anderen Namen. Ist euch klar, wie viele Agumon wir auch haben? Snow Agumon, Black Agumon, Bushi Agumon. Ernsthaft? Die hätten sich irgendein Agumon ausdenken können dafür. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was davon jetzt besser ist. Hört auf, den gleichen Digimon zigtausend Formen zu geben. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Dieses Greymon hat noch zwei andere Formen. Einmal Greymon Ash, welcher wahrscheinlich der größte Pokémon-Meister aller Zeiten werden möchte. Und einmal Greymon O mit den wichtigsten Ballaststoffen, um den Tag richtig beginnen zu können. Greymon Ash gab es nur in einem V-Pad und Greymon O gab es halt in diesem V-Pad und auch noch im Digimon Cross War Spiel. Ich weiß, ich bin eine Basic Bitch. Wir alle lieben Black War Greymon, auch wenn es nur ein War Greymon in Schwarz ist, aber bitte, färbt doch nicht einfach jedes gottverdammte Digimon einfach um und sagt, ey, das ist was Neues. Ja, sind alle kacke, komm ins C. Wisst ihr, so sehr es mich auch nervt, dass viele Digimon einfach nur ungefärbt werden, gibt es eine Art von ungefärbten Digimon, die ich für mich noch verteidigen kann. Und das sind einfach die Black-Varianten. In meinen Augen soll es eigentlich hauptsächlich nur diese Varianten geben als andere Farbe. Weil das ist quasi eine eigene Digimon-Spezies für sich. Du hast die normalen Digimon, welche nochmal eine böse schwarze Variante haben. Das finde ich sinnvoll, das ist einfach ein guter Kontrast. Und auch wenn ich davon genervt bin, dass es zu viele Greymon-Digimon gibt und auch viele davon einfach nur ungefärbt sind, so machen die schwarzen Varianten für mich, wie gesagt, trotzdem noch Sinn. Und hey, ich mag das normale Greymon und auch Greymon Black, oder auch Blue, je nachdem, wie ihr es nennen wollt, ist für mich ein Artier. Und natürlich haben auch diese beiden Greymon eine X-Antibody-Variante. Interessanterweise hat die schwarze Variante erst letztes Jahr ihre X-Antibody-Form bekommen. Wahrscheinlich auch nur fürs Digimon TCG, weil ungefähr eine Woche später wurde diese Karte einfach schon eingeführt. Diese Digimon unterscheiden sich jetzt nicht so stark zu den originalen Greymon. Finde ich an sich auch gut, besser als wenn sie overdesigned wären. Trotzdem muss ich einfach sagen, ich mag die Abänderungen jetzt gar nicht mal so sehr und ich finde die originalen Designs trotzdem noch besser. Deswegen kommen die beiden für mich auch beide nur ins B-Tier. Dann kommen wir mal zu einer Greymon-Variante, die wahrscheinlich viele von euch wieder kennen werden. Zumindest diejenigen, die Frontier mögen, so wie ich zum Beispiel. Und zwar Kaiser Greymon. Das ist ein Digimon, wo zu Takuya digitieren konnte. Und das hat er erreicht mit der Hyperspirit-Digitation zu... Ja! Kaiser Greymon! Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich durch den Song das Digimon nicht automatisch cooler fand. Schade, dass das bei Magna Garurumon nicht geholfen hat. Oh Gott, please no! Aber hey, das ist ein Drachenretter mit einem riesigen Schwert. Dann ist er auch einfach ziemlich cool. Kommt für mich auch hoch ins Art hier. Was ich hauptsächlich damit sagen möchte ist, Digimon Frontier ist wirklich gut. Gib der Staffel eine Chance. Ich meine, hey, da kommen sogar verschiedene Greymon drin vor. Ich glaube, bei dem nächsten Digimon mache ich mich sogar ein bisschen unbeliebt. Ich bin nicht der größte Fan von Metall-Greymon. FBI, open up! Ich glaube, mein Hauptproblem mit dem Digimon ist einfach, dass es viel mehr Greymon-Formen gibt, die ich cooler finde. Und mich stört es halt, wie gesagt, echt, dass die aus diesem mechanischen Design nicht wirklich viel in der originalen Serie rausgeholt haben. Die hätten das in meinen Augen gut erweitern können, auch wenn ich natürlich War Greymon extrem liebe. Aber ja, für mich kommt es dadurch nur ins B. Ach ja, und in Digimon Adventure 2020 haben Vere Garurumon und Metall Greymon nochmal eine neue Form bekommen. Wieso? Das ist Metal Greymon Arterius Mode, was einfach aussieht, als wäre es ein Metal Greymon, was kurz davor wäre, zu Metal Greymon X zu werden, weil der auch so eine ähnliche Waffe am Arm hat. Ist okay, ist für mich immer noch ein normales Metal Greymon. Kommt für mich auch ins B. Oh Gott, ich wirke mit dieser Liste wie ein absoluter Vollidiot. Ich liebe die Virus-Variante von Metal Greymon. Wir hatten das jetzt schon mehrfach. Die schwarzen Varianten sind ziemlich cool, ich bin eine dumme Basic Bitch und das sieht auch wesentlich besser aus als das Kürbis-Greymon, was wir im Anime bekommen haben. Also ja, auch für mich ins S-Tier. Und natürlich haben auch die Metal Greymon-Varianten wieder X-Formen bekommen. Und ich meine, ja, sind okay. Größtes Problem an den X-Varianten ist einfach, dass du nicht wirklich
wirklich große Referenzen für die hast. Gibt's wie gesagt Karten und in ein paar Spielen gibt's ein paar Digimon, aber ja, bei den meisten weißt du eigentlich nicht wirklich, was du mit denen anfangen sollst. I mean, sind alright, kommen für mich beide ins B-Tier und natürlich auch hier die schwarze Variante ein bisschen höher, weil ich bin eine Basic Bitch. Das nächste Digimon gehört so zumindest teils zur Greymon-Familie. Beziehungsweise ist das nicht mehr wirklich ein Digimon. Und zwar ist die Rede hier von Neo Crimson, welches auch in Digimon World 2 vorkommt. Ich meine, die Ähnlichkeit mit Chaos Greymon sind nicht wirklich zu übersehen. Auch mit diesem Digimon oder digitalen Lebensform hätte man in meinen Augen wesentlich mehr anfangen können, einfach weil ich das Konzept ziemlich cool finde. Dadurch, dass es zumindest noch was Eigenes ist, finde ich es auch besser als Chaos Greymon, kommt mich allerdings am Ende trotzdem nur ins B. Und hey, Cross Wars hat auch sein eigenes Metall-Greymon. Und auch hier haben sie sich wieder gedacht, dass sie einfach den normalen Namen übernehmen. Mag ich auch nicht, kommt mich auch unter ins C. Wisst ihr, ich habe vor dieser Liste gar nicht gewusst, wie viele Greymon-Formen es einfach in Digimon Cross Wars gibt. Und vor allem einfach gleich zwei riesige fliegende Festungen. Diese finde ich aber wesentlich besser. Die Rede dabei ist von Rampage-Greymon, welche es in Digimon Cross Wars Manga gibt. Hängt wahrscheinlich auch viel damit zusammen, dass ich es besser finde, wie dieses Digimon im Manga dargestellt wurde. Es wirkt halt dynamischer und auch bedrohlicher als in irgendeinem Arcade-Game. Super geil, finde ich es immer noch nicht. Aber hey, es ist zumindest in meinen Augen nicht mehr komplett scheiße. Es kommt für mich sogar ins B. Tut mir leid, besser wird dir Crossroads in der Liste nicht. Als nächstes kommen wir tatsächlich zu etwas ziemlich Interessantem. Ich habe bereits vorher erwähnt, dass ich das Gefühl habe, dass viele Leute Geogreymon tatsächlich auch cooler finden als Greymon. Zumindest habe ich das schon ziemlich häufig gehört, weil es halt moderner wirkt. Aber die meisten Leute, die ich kenne, sagen, Metall-Greymon ist cooler als Rice-Greymon. Vielleicht denken die Leute hier wieder, dass die beiden sich zu ähnlich sehen, weil beide mechanischen Arm haben. Aber letztendlich sehen Geo-Greymon und Greymon auch nicht so viel unterschiedlich aus. Und in meinen Augen tatsächlich finde ich Rice-Greymon cooler als Metall-Greymon. Das ist halt ein fliegender Drache mit einer Knarre am Arm. Also halt einer wirklichen Knarre. Das ist einfach eine Pistole. Hier muss ich auch sagen, dass dieses ganze dynamische, dünnere Design von Rice-Greymon tatsächlich auch besser finde. Das normale Greymon gibt für mich halt mehr diesen typischen Dinosaurier-Stil wieder, was ich ziemlich gut finde. Aber ab dem Ultra-Level brauche ich das nicht mehr so sehr, wenn beide sowieso mechanisch sind. Und da funktioniert es für mich mit Rice-Greymon einfach besser. Und ja, für mich ist es tatsächlich ein A-Tier. Haha, nimm das, Kürbis-Greymon. Und die X-Variante ist halt einfach nur Rice-Greymon in modernisiert. Also es ist halt nicht einfach nur dieses edgy-zackige-Design, es sieht halt wirklich aus, als wäre es einfach ein Rice-Greymon, was nochmal geupgradet wurde. Das, finde ich, passt auch wesentlich mehr zu Rice-Greymon als zu Metall-Greymon. Da wirkt es halt auch sehr futuristisch, aber das verbinde ich nicht so stark mit dem originalen Greymon. Mit Rice-Greymon schon wesentlich mehr, gerade wenn man sich später Shine-Greymon ansieht. Und ich finde es auch richtig cool, dass man das Wappen des Mutes in das Design mit eingebaut hat. Unter anderem zum Beispiel in den Flügeln. Also ja, auch ein cooles Design. Kommt für mich auch hoch ins A. Und ja, haha, wo wir gerade schon bei Shine-Greymon waren, das finde ich schlechter als Rice-Greymon. Auch hier stört es mich wieder extrem, dass die einfach die Waffen losgeworden sind. Ernsthaft, Blitz-Greymon hätte sich richtig gut angeboten. Was ich zumindest gut finde, ist, dass dieses Digimon zumindest komplett von dieser mechanischen Rüstung umzogen ist. Da wirkt es zumindest so, als hätte man die Waffe genommen und hätte es einfach in den ganzen Körper eingebaut. Und trotzdem finde ich es schlechter als Rice-Greymon und auch War-Greymon, so viel kann ich schon mal sagen. Ich habe das Gefühl, dass nichts von den Digimon wirklich für mich Greymon schreit. Und auch, dass es vor allem nicht zur Reihe in Datascore gehört, außer diese Flügel. Mehr davon zeigt das für mich eigentlich nicht. Bei War-Greymon kannst du zumindest argumentieren, dass der Körper darunter aussieht wie ein normaler als Greymon, was runtergeschrumpft ist. Also ja, ist ganz cool, aber am Ende leider nur B. Sehr viel besser ist Shine Greymon Burst Mode für mich am Ende auch nicht. Ich finde die Idee des Burst Modes an sich ganz cool, aber ich finde, man hätte mit den Designs der einzelnen Digimon noch wesentlich mehr anstellen können. Meistens kriegen die nur ein etwas anderes Farbschema und vielleicht ein, zwei Sachen dazu. Mirage Gaugram hat es in meinen Augen noch am besten gemacht, weil das Design sich wirklich etwas mehr verändert hat. Und natürlich sind die Flammen bei Shine Greymon cool und passen halt auch, aber letztendlich ist es für mich immer noch nur ein B-Tier. Aber ja, ich bin eine Basic Bitch, das brauchen wir nicht weiter diskutieren. Shine Greymon Rune Mode finde ich cooler, ist eine dunkle Digitation, kommt für mich jetzt A, okay. Ich würde gerne sagen, reden wir nicht weiter drüber, aber leider kommen wir als nächstes direkt wieder zu einer dunklen Digitation und zwar zu Skull-Greymon. Aber, dieses Digimon ist zumindest, Gott sei Dank, nicht wieder einfach nur irgendein Farbentausch. Ich liebe die Idee von Skull-Greymon und ich finde, es sollte mehr Skull-Digimon geben. Die Idee dahinter, ein dunkles Greymon zu machen, welches nur noch aus Knochen besteht, war einfach der absolute Mindblow für mich als Kind. Wirklich, das allererste Mal, dass ich Skull-Greymon gesehen habe, war ich extrem schockiert. Ich hätte echt nicht erwartet, dass das Greymon wird. Für mich eindeutig einer der besten Greymon-Designs und wir bräuchten halt auch mehr Designs wie dieses. Halt Designs, die für sich selbst stehen können, nicht einfach nur eine andere Farbe sind. Also ja, für mich eindeutig auch oben ins S. Aber soll ich etwas sagen? Nach all den Digimon, die bis jetzt durchgegangen sind, haben wir immer noch nicht mein Lieblings-Greymon besprochen. Dazu kommen wir nämlich jetzt und dabei handelt es sich um Victory Greymon. Dieses Digimon hat man unter anderem im Digimon Next Manga gesehen und dort war es das Mega-Level von dem Digimon-Partner von Tatsuro Tsurugi, welches natürlich auch ein Agumon war. Aber die Idee von Victory Greymon ist so simpel wie genial für mich. Du nimmst einen Greymon, gibst ein riesiges Schwert und BÄM! Das Ding ist geil!
Die gleiche Idee hatten wahrscheinlich auch die Macher von Digimon World 4, aber damit das funktioniert, müsste man auch ein gutes Spiel machen. Auch wenn ich zugeben muss, dass die Idee alleine gereicht hat, damit ich dieses Spiel unbedingt als Kind haben wollte und es mir auch geholt habe. Hinzu kommt noch, dass Berserk mein absoluter Lieblingsmanga ist. Und ja, das ist ein Typ mit einem riesigen Schwert. Wie viel mehr Anime kann ein Digimon-Design denn bitte schon noch sein? Und trotzdem finde ich, dass das Grunddesign sich vom Victory-Grimmon immer noch stark genug zum normalen War-Grimmon unterscheidet. Ja, es sind nur Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten machen es aus. Deswegen ist dieses Digimon für mich eindeutig ganz oben an der Spitze vom S-Tier. Und hey, wir haben es jetzt schon so häufig angesprochen, nun kommen wir zu War-Grimmon. Ich glaube, ich habe in der Liste bereits alles zu War-Grimmon gesagt, was ich hätte sagen wollen. Ich finde zwar jetzt nicht das beste Mega-Level für Metall-Grimmon, aber trotzdem finde ich es von der Idee gut gemacht. Nostalgie kommt auch noch mit dazu und deswegen kommt es für mich ins A-Tier. Und naja, genau wie bei Black War-Grimmon X haben wir auch War-Grimmon X. Das kommt auch ins A-Tier, aber ein bisschen schlechter als das normale War-Grimmon. Und nun, ganz zum Schluss, haben wir nochmal ein Greymon aus Digimon Cross Wars. Ich find's scheiße. Die Rede dabei ist von The Greymon. In Cross Wars haben sowohl Shoutmon wie auch Greymon so eine komplett goldene Form. Bei Shoutmon ist es Omni-Shoutmon und bei Greymon ist es halt The Greymon. Das ist einfach nur das Greymon aus Digimon Cross Wars mit einer goldenen Rüstung. Und wisst ihr, was Schlimmes? Das macht das Design für mich sogar noch schlechter. Das normale Greymon konnte ich zumindest noch verteidigen mit, ja, es hat zwar einen merkwürdigen Kopf, aber hat immer noch den Dino-Körper. Das sieht einfach nur aus wie ein richtig, richtig, richtig schlechter Megazord. Und ich feiere die Megazords, okay, Power Rangers sind cool. Aber nein, nachdem wir vorhin das beste Digimon in der Greymon-Familie hatten, haben wir damit zum Schluss das absolut schlechteste Greymon-Digimon. Sieg Greymon ganz unten für mich an den letzten Platz ins D-Tier. Und damit hätten wir nun alle Digimon in der Greymon-Familie gerankt. Und hey, wenn ihr Lust auf noch mehr Rankings und Tierlisten von mir habt, schaut doch gerne einmal hier vorbei.